Pferde sind in Red Dead Redemption 2 nicht nur Fortbewegungsmittel. Ihr verstaut in deren Satteltaschen allerlei Gegenstände und je größer das Vertrauen der Vierbeiner in euch ist, desto mehr Ausdauer und Gesundheit haben sie. Außerdem schaltet ihr mit der Steigerung der Zuneigung neue Bewegungen frei, wie etwa das Aufbäumen, das NPCs einschüchtert oder das schnelle Schlittern um die Kurve. In unserem Video steckt alles, was ihr über die Pferdepflege wissen müsst, Informationen zu den 19 Pferderassen und Tipps zum Umgang mit den Rössern. Jedes Pferd im Spiel hat vier primäre Eigenschaften. Der höchste Wert in allen Kategorien ist die 10, der niedrigste die 1. Werte steigern sich, wenn das Pferd Vertrauen zu euch aufbaut. Auch unterschiedliche Ausrüstungen wie Sättel oder Steigbügel bringen Boni. Die Ausrüstung kauft und wechselt ihr in Ställen. Der erste Wert ist die Gesundheit. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Schaden verträgt euer Gaul. Danach kommt die Ausdauer. Je höher dieser Wert ist, desto länger kann euer Pferd galoppieren und andere anstrengende Manöver ausführen. An dritter Stelle kommt die Beschleunigung. Je besser dieser Wert, desto schneller erreicht das Pferd Höchstgeschwindigkeit. Zu guter Letzt die Geschwindigkeit. Je besser dieser Wert, desto schneller ist euer Pferd beim Galopp. Neben Werten wie Gesundheit und Schnelligkeit gibt es sekundäre Pferdeattribute. Dabei handelt es sich um diese Eigenschaften. Erstens das Gewicht. Wie bei eurer Spielfigur hängt vom Gewicht des Pferdes ab, wie fit es ist. Unter- und Übergewicht reduzieren die Höchstgeschwindigkeit des Tieres, achtet also darauf, nicht zu viel oder zu wenig zu füttern. Ebenfalls wichtig ist die Sauberkeit. Mit der Zeit wird euer Pferd dreckig. Wenn es zu schmutzig ist, leert sich dessen Gesundheitskern schneller. Sollte das der Fall sein, leuchtet im Gesundheitskern eures Pferdes in regelmäßigen Abständen ein rotes Bürstensymbol auf. Striegelt euer Ross, das bringt außerdem Verbundenheitspunkte, damit es wieder sauber wird. Dann gibt es noch die Wendigkeit. Je besser die Wendigkeit, desto rascher reagiert euer Pferd auf Befehle und desto beweglicher ist es auf den Beinen. Wendigkeit existiert in vier Stufen: schwerfällig, Standard, renntauglich und Elite. Mehr zu den Werten der einzelnen Rassen erfahrt ihr später im Video. Zu jedem Pferd, auf dem ihr reitet, könnt ihr Vertrauen aufbauen. Die Verbundenheit drückt sich in fünf Stufen von 0 bis 4 aus. Erst wenn die erste Stufe erreicht ist, gilt das Pferd als euer temporäres oder primäres Pferd und es gehorcht zuverlässig euren Befehlen. Die ersten beiden Stufen der fünfstufigen Vertrauensskala bieten keine Vorteile. Danach kommen je Stufe ein Segment Gesundheit und ein Segment Ausdauer hinzu. Ab Stufe 2 kann sich euer Pferd auf Befehl aufbäumen, ab Stufe 3 schlittert es in den Halt oder um die Kurve und ab Stufe 4 lernt es den Seitwärtsgang und das Traben auf der Stelle. Mit jeder Stufe erhöht sich außerdem die Reichweite, aus der ihr euer Pferd herbeipfeifen könnt. Die maximale Distanz auf Stufe 4, in der euch das Pferd noch hört, sind etwa 350 Meter. Wenn ihr Vertrauen zu eurem Pferd aufbauen möchtet, solltet ihr folgende Aktionen ausführen. Streicheln, das Pferd beruhigen, wenn es aufgeregt ist, striegeln, Salben auftragen, füttern, reiten, führen, anbinden oder Lasten abladen. Pferde erhaltet ihr in Red Dead Redemption 2 auf vier Wegen. Erstens innerhalb der Story. Das ist selbsterklärend, gleich zu Beginn des Spiels sitzt ihr zum Beispiel fest im Sattel. Zweitens durch Diebstahl. Überall in der Spielwelt, vor allem aber in Siedlungen, stehen gesattelte Pferde herum. Setzt euch drauf, reitet weg und schon habt ihr einen neuen galoppierenden Untersatz. Diese Methode bringt euch allerdings unter Umständen ein Kopfgeld und Minuspunkte auf der Ehrenskala ein. Drittens durch Kauf. In Ställen im ganzen Land stehen unterschiedliche Rösser bereit. Das Angebot hängt von eurem Fortschritt im Spiel ab. Es lohnt sich also, später zu Ställen zurückzukehren. Einige Pferderassen gibt es nur in Ställen, auch einige der besonderen Fellfarben finden sich nicht an anderen Orten im Spiel. Ein paar der Pferderassen müsst ihr kaufen oder stehlen, da sie gar nicht in der Wildnis vorkommen. Viertens in der Wildnis. Auf der ganzen Map tummeln sich Wildpferdeherden. Um ein solches Pferd zu fangen, geht ihr folgendermaßen vor. Zunächst nehmt ihr die Fährte auf. Dazu nutzt ihr euer Adlerauge. Dann nähert ihr euch dem Pferd, entweder zu Fuß oder vom eigenen Gaul aus.
Fangt es mit dem Lasso, um es an der Flucht zu hindern? Oder kommt ihm langsam näher, während ihr es per Knopfdruck beruhigt? Sobald ihr neben ihm steht, sitzt ihr auf. Das Pferd wird jetzt buckeln und versuchen, euch abzuwerfen. Gleicht die Bewegungen des Pferdes aus, indem ihr mit dem Stick in die entgegengesetzte Richtung lenkt und bleibt auf dem Rücken, bis es sich beruhigt hat. Streichelt das Pferd nun und reitet ein wenig auf ihm herum und dann legt ihr ihm den Sattel an, um es zu eurem Hauptpferd zu machen. Pferde, die ihr gestohlen oder gezähmt habt, starten mit einem Vertrauenslevel von 0. Pferde, die ihr kauft, starten hingegen auf Vertrauensstufe 1, sie gehorchen euch also von Anfang an. Reitet Wildpferde und gestohlene Pferde so lange, bis sie Stufe 1 erreicht haben, sonst gelten sie nicht als euer Pferd. Die maximale Distanz, auf die euer Pferd aufs Pfeifen reagiert, hängt mit eurem Vertrauensverhältnis zusammen. Auf der ersten Stufe sind das 185 Meter. Langsam wächst die Reichweite an, bis sie schließlich 350 Meter auf Verbundenheitsstufe 4 erreicht. Wenn euer Pferd schnell herankommen soll, pfeift länger, indem ihr den Knopf gedrückt haltet, oder schnell hintereinander. Je höher das Vertrauen des Rosses zu euch, desto länger und schneller wird es galoppieren, um euch zu erreichen, und desto rascher reagiert es auch. Sobald euer Pferd all seine Gesundheitspunkte verloren hat, steht es an der Schwelle zum Tod. Ihr habt nun die Zeit, um es zu retten. Dazu benötigt ihr einen Pferdeerwecker oder einen Spezialpferdeerwecker, die effektivere Variante. Diese Items findet ihr regelmäßig in der Spielwelt, etwa in Taschen oder in Lagern von Banditen, in Kisten und so weiter, oder ihr kauft sie in Ställen. Für Notfälle empfiehlt es sich, stets einen Pferdeerwecker bei sich zu haben. Wenn ihr Pferde fangt oder stehlt, haben diese natürlich keine Papiere. Das bedeutet, dass ihr im Stall nur sehr wenig Geld für sie bekommt. Es lohnt sich dann vielleicht eher, den Pferdehehler aufzusuchen. Den findet ihr an der Ostküste des Flatiron Lake. Wie bei allen Geschäften erzielt ihr bessere Preise, wenn ihr einen hohen Ehrenwert aufweist. Außerdem bekommt ihr mehr Geld für euer Pferd, wenn ihr zu ihm ein großes Vertrauensverhältnis habt. Alle Pferderassen in Red Dead Redemption 2 sind in Klassen und Rassen eingeteilt. Es gibt 7 Klassen und 19 Rassen. Um euer Pferdekompendium zu 100% abzuschließen, müsst ihr jede Rasse mindestens einmal gesehen und untersucht haben. Es gibt zudem besondere Exemplare mit speziellem Fellmuster. Diese Pferde müsst ihr reiten, um den Eintrag zu vervollständigen. Nun folgen alle Informationen zu allen Rassen, welche Eigenschaften sie haben. Denkt dabei auch daran, dass sich die Werte des Pferdes nach Ausbau des Vertrauens weiter verbessern und dass die Rassepferde, die man im Stall kaufen kann, oft bessere Werte haben als ihre wilden Verwandten und natürlich, wo ihr die besonderen Fellvariationen findet. Es gibt außerdem 3 einzigartige Pferde in Red Dead Redemption 2. Ein Araber, ein Mustang und ein American Paint. Da wilde Pferde bewegungsfreudig sind, müsst ihr in den angegebenen Gegenden wahrscheinlich zunächst eine Weile nach den Tieren suchen. Jede Pferderasse gehört im Spiel zu einer von 7 Klassen. Es gibt Reitpferde, Zugpferde, Arbeitspferde, Streitrösser, Rennpferde, Vielseiter, die Eigenschaften von 2 Klassen vereinen, und die Elite-Klasse, zu der nur der Araber gehört. Arbeitspferde, Reitpferde und Zugpferde haben durchschnittliche Werte. Streitrösser sind robust, aber langsam, Rennpferde sind schnell, aber wenig ausdauernd. Vielseiter bieten nur die Vorteile ihrer beiden Klassen und Elite-Pferde punkten in allen Kategorien. Nun folgen alphabetisch sortiert alle 19 Pferderassen in Red Dead Redemption 2 und deren Werte. Araber ist der Überbegriff für Pferde arabischen Ursprungs. Die Rasse, insbesondere Vollblut-Araber, zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften aus. Araber sind schnell, widerstandsfähig, intelligent und ausdauernd. Die zierlichen Vierbeiner gehören zu den teuersten Pferden der Welt und gelten als Statussymbol. Dementsprechend sind die Araber in Red Dead Redemption 2 die einzige Rasse, die der Klasse Elite angehört. Den einzigartigen weißen Araber gibt's im Nordwesten der Karte westlich von Lake Isabel. Der Ardenner ist eine massive Kaltblüterrasse aus dem gleichnamigen Waldgebirge in Belgien, Deutschland und Frankreich.
Trotz ihres Gewichts, teilweise mehr als eine Tonne, gelten Ardenner als agil. Diese Pferde wurden schon von den Römern als Zugpferde geschätzt, heute dienen sie vor allem als Mastpferde. In Red Dead Redemption 2 erhielten Vorbesteller einen Ardenner als Bonus. Im Spiel gehört die Rasse zu den Streitrössern. Ardenner könnt ihr nicht wild fangen. American Paints werden auch Paint Horses genannt und zeichnen sich durch das gescheckte Fellmuster aus. Die kleinen Pferde sind ausdauernd, wendig und werden auch heute noch für Ranch-Arbeiten und Kurzstreckenrennen eingesetzt. In Red Dead Redemption 2 gehören American Paints in die Kategorie Arbeitspferde. Der einzigartige weißgefleckte American Paint spawnt zufällig bei Lagern feindlich gesinnter einzelner NPCs. American Standardbreds kennt man auch als amerikanische Traber, denn sie werden für den Einsatz in Trabrennen gezüchtet. Da bei der Zucht nach Leistung und nicht nach Aussehen selektiert wird, ist das Erscheinungsbild des American Standardbred nicht besonders einheitlich. Die Traber sind ausdauernd und schnell. In Red Dead Redemption 2 gehört die Rasse dementsprechend in die Kategorie Rennpferde. Der Andalusier ist eine sehr alte, hoch angesehene spanische Pferderasse mit besonderer Eignung für das Dressurreiten. Andalusier sind gelehrig, mutig und sehr personengebunden. In Red Dead Redemption 2 gehören sie in die Kategorie Streitrösser. Andalusier müsst ihr kaufen, es gibt keine wilden Versionen im Spiel. Appaloosas kommen für Ranch-Arbeiten und Westernreiten zum Einsatz. Außerdem zeichnet sich diese Pferderasse durch das gepunktete Fell und teilweise gestreifte Hufe aus. Gescheckte Tiere, die aussehen wie American Paints, werden nicht zur Zucht zugelassen. In Red Dead Redemption 2 gehört der Appaloosa zu den Arbeitspferden. Das belgische Kaltblut Brabanter ist massiv und sehr muskulös gebaut. Exemplare wiegen oft mehr als eine Tonne. Wegen ihrer Kraft, Ruhe und Langlebigkeit gelten Brabanter als hervorragende Zugpferde. Auch in Red Dead Redemption 2 gehört diese Pferdeart in die Kategorie Zugpferde. Ihr könnt Brabanter weder kaufen noch fangen, ihr müsst sie also stehlen. Englische Vollblüter werden schon sehr lange für Galopprennen gezüchtet. Die Rasse gilt als eine der schnellsten Pferderassen der Welt. Ebenso wie Araber erzielen Exemplare englischer Vollblüter unglaubliche Preise von bis zu Millionen US-Dollar. Auch als Reitpferde sind die englischen Vollblüter gut geeignet. In Red Dead Redemption 2 zählen sie zu den Rennpferden. Im Verlauf der Geschichte erhaltet ihr automatisch ein englisches Vollblut. Heute sind Kentucky Saddler als American Saddler bekannt. Früher wurde diese Pferderasse als Allround-Pferd eingesetzt, heute dienen Saddler in erster Linie als Showpferde. Kentucky Saddler gelten als besonders bequem für den Reiter, da sie geschmeidig laufen. Als Zuchtideal gilt es, wenn Pferde ihren Schweif hochgestellt tragen. Manchmal werden dafür sogar operativ Muskeln am Hinterteil der Tiere durchtrennt. In Red Dead Redemption 2 gehören Kentucky Saddler zu den Reitpferden. Der Missouri Foxtrotter ist eine der ältesten amerikanischen Pferderassen und stammt wenig überraschend ursprünglich aus Missouri. Wie viele Showpferde kennt der Missouri Foxtrotter in der Realität mehr als die üblichen Pferdegangarten Galopp, Trab und Schritt. Die Rasse beherrscht unter anderem den Canter und den namensgebenden Foxtrot, eine bequeme, sichere Gangart, die das Pferd nicht stark anstrengt. In Red Dead Redemption 2 gehört der Missouri Foxtrotter zu der Vielseitig-Klasse und vereint die Eigenschaften von Renn- und Arbeitspferden. Foxtrotter gibt es nicht in der Wildnis, ihr müsst sie also kaufen. Der Morgan ist eine amerikanische Pferderasse, die als Allrounder gilt. Außerdem handelt es sich um die älteste amerikanische Pferderasse. Sie geht auf einen einzigen Hengst zurück, der in Besitz eines gewissen Justin Morgan war, daher der Name. Morgans kommen zum Freizeitreiten, Westernreiten, zu Therapiezwecken, aber auch als Zugpferde zum Einsatz. In Red Dead Redemption 2 sind Morgans eine der am häufigsten anzutreffenden Pferderassen. Morgans gelten im Spiel als Reitpferde. Mustangs sind die verwilderten Nachkommen von Haus- und Arbeitspferden, die einst die Spanier nach Amerika brachten. Die nordamerikanischen Ureinwohner lernten ab dem 17. Jahrhundert den Umgang mit der Tierart und wurden teilweise zu geschickten Reitern. Mustangs haben sich über den gesamten nordamerikanischen Kontinent ausgebreitet, sind zäh und unabhängig.
In Red Dead Redemption 2 gehören Mustangs zu Vielseitern mit zwei Klassen: Arbeitspferd und Streitross. Mustangs könnt ihr nicht kaufen, ihr müsst einen in der Wildnis fangen. Das niederländische Warmblut existiert erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ist also noch ziemlich jung und dürfte eigentlich gar nicht in Red Dead Redemption 2 vorkommen, denn das spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Warmblüter sind kräftig und werden vor allem als Sportpferde in vielen Disziplinen eingesetzt. In Red Dead Redemption 2 zählt diese Rasse zu den Arbeitspferden. Der Nokota ist eine halbwilde Pferderasse, die vor allem in den Badlands von North Dakota beheimatet war. Sie entstand aus den Nachkommen spanischer Pferde, Pferde der Ureinwohner und Arbeitspferden der Siedler. Heute gibt es nur noch eine niedrige dreistellige Zahl dieser Pferde in einem Naturschutzgebiet. Nokotas sind zäh, intelligent und ausdauernd. In Red Dead Redemption 2 zählen die Nokotas zu den Rennpferden. Der Shire ist die größte Pferderasse der Welt. Shire Horses messen etwa 1,78 Meter bis zur Schulter und wiegen mitunter mehr als 1200 Kilogramm. Einst wurden sie als Reitpferde für Ritter gezüchtet, später fanden sie als Zugpferde in der Landwirtschaft Verwendung, heute werden sie vor allem für Werbezwecke vor Brauereiwägen gespannt. In Red Dead Redemption 2 gehören sie wenig überraschend zu den Zugpferden. Innerhalb der Story erhaltet ihr automatisch ein schwarzes Shire Horse. Neben dem Shire Horse und dem Clydesdale ist der Suffolk Punch die bekannteste Kaltblüterrasse Großbritanniens. Sie erfreut sich seit dem 16. Jahrhundert großer Beliebtheit. Suffolk Punch sind sehr stark, langlebig und haben eine außerordentliche Zugkraft. In Red Dead Redemption 2 zählen diese Pferde zu den Zugpferden. Diese Rasse könnt ihr weder fangen noch kaufen, ihr müsst sie also stehlen. Wie Missouri Foxtrotter beherrschen Tennessee Walker mit dem sogenannten Walk eine weitere Gangart neben den Standardgängen Schritt, Trab und Galopp. Das Erscheinungsbild der Rasse, die aus Tennessee stammt, ist recht uneinheitlich, ihr Wesen aber ist ruhig und freundlich. In Red Dead Redemption 2 zählen sie zu den Reitpferden. Das Pferd, mit dem ihr in euer Abenteuer startet, ist ein Tennessee Walker. Die Rasse Turkmene gibt es heute nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Einst stammten diese Pferde aus Zentralasien und waren als extrem schnelle, aber gleichzeitig zähe und ausdauernde Rennpferde bekannt. Durch ihre charakteristische Fellfarbe wurden sie auch als goldene Pferde bezeichnet. In Red Dead Redemption 2 gelten Turkmenen als Vielseiter. Sie vereinen die Eigenschaften von Streitrössern und von Rennpferden. Turkmenen müsst ihr kaufen, es gibt keine wilden Exemplare auf der Karte. Der ungarische Halbblüter ist eigentlich keine Pferderasse, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Rassenmixe mit Eigenschaften, die denen ungarischer Warmblüter und ungarischer Sportpferde ähneln. In Red Dead Redemption 2 zählen die ungarischen Halbblüter zu den Streitrössern. Welches Pferd ist in Red Dead Redemption euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und besucht uns für weitere Informationen zu Red Dead Redemption 2 auf pcgames.de.